Lübeck wurde am 29. September 2016 zum Hotspot für digitales Lernen. Der zweite Weiterbildungstag des Landes Schleswig-Holstein beschäftigte sich anlässlich des Deutschen Weiterbildungstages mit den Folgen für die Zukunft der beruflichen, akademischen oder allgemeinen Weiterbildung. Bundesweit wurde der Deutsche Weiterbildungstag mit zahlreichen Aktionen begleitet, so auch in Lübeck. Am Nachmittag nahmen Weiterbildungsinteressierte aus ganz Schleswig-Holstein an Webinaren zu verschiedenen Weiterbildungsthemen teil. Am Abend eröffnete Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Frank Nägele eine Podiumsdiskussion in Lübeck zum Thema Arbeit 4.0. Eingeleitet wurde die Diskussion von einer Keynote-Speech von Dr. Anja C. Wagner, kreative Trendsetterin und Bildungsforscherin mit Schwerpunkt digitaler Wandel. Dr. Anja C. Wagner nahm das Publikum mit auf eine spannende Vortragsreise und sprach auch über Kompetenzanforderungen in der Arbeitswelt von morgen. Im Anschluss diskutierten Björn Stecher, Referent für digitale Infrastruktur und Daten- und Verbraucherschutz bei der Initiative D21, Jochen Brücken, Gesellschafter der H&J Brücken KG und Food-Regio-Vorsitzender, Oliver Suchy, Leiter des Projekts Arbeit der Zukunft des DGB-Bundesvorstands, sowie Anke Nierenberg, Geschäftsführerin von Commitment GmbH und Co. KG, darüber, wie die digitale Revolution die Arbeitswelt verändert. Moderiert wurde die Podiumsdiskussion von der Journalistin Inga Höldmann. Bei einem anschließenden Networking-Empfang gab es die Möglichkeit, sich weiter auszutauschen. Veranstalter war das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des Landes Schleswig-Holstein und organisiert wurde die Veranstaltung von der Fachhochschule Lübeck und der OnCampus GmbH als Partner des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung und Weiterbildung Schleswig-Holstein.